Nur noch 5 Tage. Nur noch 5-mal schlafen, dann kommen Sie endlich die Wahlen, meine Damen und Herren. 5-mal schlafen oder wie Sebastian Kurz sagt, nur noch 5-mal waschen, legen, gehen. Ja. Ich bin ein bisschen traurig, ganz ehrlich. Ich fand den Wahlkampf so schön. Ich auch. Ich habe jetzt wirklich Tränen in den Augen fast, weil das Ganze aufhört und wir uns dann wieder nach dem Wahlkampf mit den öden Inhalten beschäftigen müssen. Ja, geht mir auch auf den Nerven. Und der Wahlkampf spitzt sich so zu, so oder? Schön. Das gefällt mir, oder? Ja. Kurz wird immer gelackter und Kern immer genervter, oder? Ja, und jetzt ist auch noch die Bombe geplatzt. Sie haben es vielleicht mitbekommen, stand immerhin klein in den Zeitungen. Magic Christian, der Zauberer, hat sich jetzt empört und aufgeregt. Und verklagt auch die SPÖ, weil Christian Kern in einigen Zeitungsmeldungen auch als Magic Christian bezeichnet wird. Das war's für Kern. Ja, und der Illusionist Magic Christian sieht seinen guten Ruf in den Dreck gezogen natürlich. Ne? Ja. Und der Magic Christian hat natürlich recht. Weil Christian Kern als Magic Christian zu bezeichnen, ist auch irgendwie grotesk, oder? Mhm. Er ist eher der tragische Tragic Christian. Vielleicht eher, oder? Am ehesten, ja. Ist das nach der Causa Silberstein jetzt die Causa, die den Kanzler endgültig zu Fall bringt? Die Causa Abracadabra? Man muss abwarten. Also die 100.000 Euro, die die ÖVP da investiert hat, scheinbar, wenn man den Gerüchten folgen kann, waren wirklich sehr gut investiert. Wobei ich das Gefühl habe, dass das für die SPÖ gar nicht so schlecht läuft. Ganz ehrlich. Ich glaube, da wird viel über die Medien transportiert. Ja. Ich glaube, die Realität, der Alltag mit den Wählern auf der Straße, läuft ganz der anders echt ab. Gut. Ja. Da muss man sich nur anschauen, zum Beispiel den Wahlkampf vom Andreas Schieder. Das läuft rund. Das läuft rund. Während die SPÖ-Kampagne zerbricht, verteilt Clubobmann Andreas Schieder Prospekte. Die Stimmung für die Genossen war schon in den letzten Wochen nicht besonders. Nach diesem Wochenende ist sie auf dem Tiefpunkt. Morgen, darf ich was mitgeben? Nein, kein Zeit, ich bin froh, ist schwieriger geworden heute. Nein. Die Leute nehmen oft nichts. Ja, das ist immer in der Früh, weil viele im Stress sind und quasi auch keine Zettel haben wollen. Ja. Aber sonst ist die Stimmung da gut. Ja. Stimmung eigentlich ist gut. Schon. Ja. Geh, leg mich doch am Arsch, wenn ich den Kern das sehe. Du. Ich finde, die Stimmung ist relativ gut. Für das, was passiert ist, relativ gut. Und ganz ehrlich, sind wir uns auch mal ehrlich. Dem Wähler ist es doch scheißegal, dass der Wahlkampfleiter der SPÖ zurückgetreten ist. Die meisten haben ja nicht mal gewusst, dass es einen gibt, oder? Wird ja auch keiner glauben, dass es da einen gab. Gut, was man der SPÖ vielleicht trotzdem jetzt so aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen vorwerfen könnte, ist die Wahl von Thal Silberstein. Das ist übrigens Thal Silberstein. Noch einmal für die Leute, so kennt man ihn, die seit Monaten im Koma liegen und dieses Foto noch nicht gesehen haben. Es ist das einzige Foto, das von Thal Silberstein existiert. Genau, oder? Ist ja interessant, dass man hat immer jemand nur dieses Foto gesehen hat. Es gibt nur dieses. Da sieht es so aus, als wäre er, säße er in einer Ausnüchterungszelle am Ballermann. Ja. Ich meine, der Mann hat 500.000 Euro bekommen für 2 Facebook-Seiten letztendlich, oder? Ja. Das ist schon sehr teuer für 2 Facebook-Seiten. Wer waren da die Webdesigner? Waren das die Webdesigner von Karl-Heinz Grasser oder was? Offensichtlich. Unfassbar. Aber mir ist schon klar, warum die großen Parteien ÖVP und SPÖ so viel Geld in die Hand nehmen müssen. Ja. Ja. Es ist mir eigentlich klar, weil sie müssen mit dem Budget die Spitzel bezahlen, sie müssen die Spitzel, die die Spitzel bespitzeln, bezahlen und sie müssen mit dem Budget die Spitzel, die die Spitzel bespitzeln, die die Spitzel bespitzeln, bezahlen, oder? Ja. Das kostet ja wahnsinnig das viel Geld. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Oder? Ja. Übrigens, Kern war auch im Gespräch als Spitzel für die ÖVP, aber Kern weiß zu wenig über die SPÖ. Das war das Problem. Ja. Klarerweise. Mhm. Offensichtlich ja. Aber offensichtlich ja. Spitzel. Ja, Spitzel. System. Aber auch die kleinen Parteien, haben Sie vielleicht mitbekommen, die kleinen Parteien greifen auch tief in die Tasche im Wahlkampf. Die Neos-Spitzenkandidatin, wie heißt sie? Ich vergesse den Namen immer, kann man merken. Wie heißt Sobi, denk an deinen eigenen Namen. Christoph. Den Nachnamen? Frau Griss, genau. Die liebe Frau Griss hat auch Wahlkampf gemacht und hat im Wahlkampf verschenkt 2 Gratiskarten für ein Eishockey-Match in Kärnten. Ja. Ein Eishockey-Match ist dafür sehr gut geeignet, weil man sehr viele Menschen treffen kann. Natürlich kann man nicht mit jedem sprechen, aber es ist eine Möglichkeit, Menschen vielleicht auch in gelösterer Stimmung zu treffen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Waren Sie schon mal bei einem Eishockey-Match? Ja, aber ehrlich gesagt einmal, und zwar bei den Olympischen Spielen 1964 in Innsbruck. Doch älter als man dachte, die liebe Frau Griss. 1964. Ja. Ja. 74, 84, 94, 04, 14, 50 Jahre. Wie viele Jahre ist das her? 50 Jahre. Ja. 1964 war sie bei einem Eishockey-Match. Mhm. Das hat sie damals die Karten zum 50. Geburtstag geschenkt bekommen.
von ihrem Mann. Aber unsere Recherchen ergaben, sie war schon einmal bei einem Eishockey-Match früher, bei den Olympischen Winterspielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen. Ja. Ja, damals hat sie das zu ihrem 40. Geburtstag von ihrem Mann bekommen. Ja. Sie war aber auch schon, ich habe auch noch mal recherchiert, sie war schon 1874 bei einem Eishockey-Match dabei, nämlich bei der Erfindung dieses schönen Sports. Ja. Tolle Frau. Tolle Frau. Tolle Frau. Ey. Wirklich tolle Frau. Ja, wenn wir schon mal den Neos sind, die Neos, weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, haben letzte Woche kritisiert, fand ich auch merkwürdig, sie haben kritisiert, dass viele Asylbescheide nicht mehr geprüft werden von Juristen, sondern von Maturanten. Ja. Wirklich, wenn das stimmt, ist das wirklich ein Skandal. Also viele Maturanten prüfen Asylbescheide. Gut, besser als umgekehrt, besser als wenn Maturanten von Asylbewerbern geprüft werden. Und trotzdem ist es übrigens aufgeflogen, ist die ganze Geschichte, weil die Asylbescheide benotet wurden von 1 bis 5. Da hat man es schon gemerkt. Und besonders fleißige Asylbewerber haben so Sternchen in den Bescheid gespickt bekommen. Aber das ist schon arg, oder? Und das ist nicht das Einzige. Es geht sogar noch ärger. Die Neos haben jetzt gesagt, dass nicht nur die Asylbescheide von Maturanten bearbeitet werden, nicht nur das, nein. Sogar die ÖVP wurde von einem Maturanten übernommen. Ja. Das ist schon skandalös. Das ist skandalös, wenn das wirklich wahr ist. Muss ich mal vorstellen. Ja. Schon auch übertrieben. Gut, willst du noch weiter beim Wahlkampf reden? Oder? Weil alle sagen ja wirklich unisono in allen Leitartikeln, dass der Wahlkampf, den wir gerade erleben, der tiefste ist, der bösartigste, den Österreich jemals gesehen hat. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich weiß, ja. Ich finde den Wahlkampf von allen Parteien eigentlich sehr gelungen und gut. Finde ich auch. Wirklich, vor allem die Wahlkampfspots, das muss man ehrlicherweise sagen. Vor allem von der FPÖ, muss man auch neidlos anerkennen. Nein, im Ernst. Na, wirklich. Entschuldige, die Hubers, das ist doch sowas wie ein rechtsradikales Monty Python, oder? Mir gefällt das. Ja, ich finde das lustig. Ich finde es gut. Nein, im Ernst, die Wahlkampfspots der FPÖ sind genial. Und nicht nur von Strache selbst, sondern auch von den lokalen Politikern. Zum Beispiel ein Wahlkampfspot, der mir letztens aufgefallen ist, von der FPÖ in Sirning in Oberösterreich. Mhm. Ich meine, das sind erhabene Bilder. Das ist eine Bildsprache. Als ich den Spot gesehen habe, wirklich, mir kamen Tränen in die Augen. Ich fiel auf die Knie. Das ist für mich Hollywood pur. Für Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Treue sind wir Österreicher stets bekannt. Drum reicht euch jetzt wie allerbeste Freunde die Hand, die Hand. Und schwört auf euer Land. Immer wieder Österreich, immer wieder Österreich, immer wieder Österreich, für immer und ewig. Immer wieder Österreich, immer wieder Österreich, immer wieder Österreich. Das hat wirklich Gänsehaut pur. Das hat sowas von dem Ende von Titanic auch, oder? Das ist wirklich, wirklich groß. Es hat was von Titanic, oder? Ja. Jedenfalls, HC Strache hat ja unzählige sehr, sehr gute Interviews gegeben in diesem Wahlkampf. Ein Interview ist mir da allerdings aufgefallen, und zwar dieses hier. Als ich ein Jugendlicher war, hat man ja nicht so viel Geld gehabt. Und wenn man dann in der Stadt unterwegs war und irgendwo mit Freunden sich getroffen hat, konnte man auch zu Fuß nach Hause gehen. Und ich bin dann oft in der Nacht dann zu Fuß nach Hause gegangen über die Landstraße. Damals war das noch möglich. In der heutigen Zeit würde ich mich wahrscheinlich in der Form das nicht mehr trauen. Der dritte Bezirk, also das gefährlichste Pflaster Wiens. Wir haben uns das angeschaut, dieses Interview, und in der Redaktion beschlossen, wir wollen einen Faktencheck machen. Hier ist er. Meine Damen und Herren, genau hier beginnt der dritte Wiener Gemeindebezirk. Da drüben übrigens wird Willkommen in Österreich wöchentlich aufgezeichnet. HC Strache hat ja gesagt, der dritte Wiener Gemeindebezirk sei ungemein gefährlich. Er selber hat gesagt, er würde sich niemals trauen, nachts alleine durch den dritten Wiener Gemeindebezirk zu gehen. Ja, es sei geradezu unmöglich, unbeschadet durch den dritten Wiener Gemeindebezirk zu gehen. Ja, wahrscheinlich. Ich werde jetzt für Willkommen in Österreich exklusiv den Gegenbeweis antreten. So, schauen wir uns mal um. Ah.
Ja. Wahnsinn. Hättest du gedacht, dass dabei geklatscht wird? Ich habe gehofft, dass mir jemand hilft, aber gut. Ja, aber Faktencheck sagt richtig, oder? Ja. Es ist tatsächlich gefährlich. Selbst Ursula Stenzel kann nachts nicht mehr zu Fuß durch den dritten Bezirk gehen. Wobei das bei ihr weniger im dritten Bezirk liegt. Es ist ein wirklich brandgefährliches Pflaster, oder? Ja. Das kann man sagen. Ja. So, unsere Gäste in der 368. Ausgabe von Willkommen Österreich. Warte mal ganz kurz, bevor du jetzt weitermachst. Geht's? Ich würde jetzt gerne über etwas sprechen, das passt vielleicht jetzt nicht hierher, aber ich habe mich darüber wirklich sehr geärgert. Ich habe mich nicht nur so geärgert, sondern es war auch so, dass meine Familie darunter sehr gelitten hat. Was? Es ist eine Facebook-Seite aufgetaucht. Und die ist sehr, sehr kränkend für mich. Die nennt sich Die Wahrheit über Dirk Stermann. Und ich kann gerne mal irgendwie auch ach komm, als Beleg hier vielleicht mal ein paar Sachen zeigen von dieser Seite. Hier zum Beispiel diese Meldung. Laut dieser Meldung ist es so, dass ich meine Bücher gar nicht selber schreibe, sondern Thomas Brezina mir die offensichtlich diktiert. Ich finde auch da oben links das Bild von mir einfach echt arg, ganz ehrlich. Das ist offensichtlich eine Fotomontage, weil meine Nase ist ja deutlich kürzer eigentlich. Oder hier diese Seite gibt es auch. Da wird mir offensichtlich unterstellt, dass ich für Piefgerann statt Grissemann. Da wird mir offensichtlich unterstellt, dass ich für die FPÖ antrete oder was und Forderungen stelle, dass man dich hier eliminiert. Aber was ich ganz arg finde, weil es auch um eine wirtschaftliche Zukunft geht, ist diese nächste Seite. Was steht da? Der vermeintliche Energiesaubermann Stermann bezieht in seiner Privatwohnung ausschließlich billigen Strom aus Tschechien, danke Atomkraft. Das und ganz ehrlich, das geht echt nicht und ich bitte dich jetzt absolut dazu mal Stellung zu nehmen. Ja, ist schlimm, finde ich auch schlimm. Schlimm ist das. Ja, das muss aufgeklärt werden. Aha, und du hast nichts damit zu tun. Du hast damit nichts zu tun, willst du mir jetzt sagen. Totaler Vollholler, was du da redest, wirklich. Aha. Na echt, den Lavendel kannst du sparen. Aha. Was soll das? Natürlich. Du hast mit dieser Seite nichts zu tun. Ich bin doch technisch überhaupt nicht in der Lage, solche Facebook-Seiten überhaupt herzustellen. Ja, dass du das nicht selber gemacht hast, ist mir klar. Kann es vielleicht sein, dass du jemanden beauftragt hast? Kann das sein? Nein, nochmal. Nein. Der Punkt ist, wir müssen jetzt mit der Sendung weitermachen. Kann ich? Über diese Nebelgranaten, die du da wirfst. Das ist keine Nebelgranate. Was ist das denn für ein Typ, der jetzt die ganze Zeit bei uns in der Redaktion hinten hockt? Was ist das für ein Typ? Mein Berater aus Israel. Ja. Und? Ja, was? Was macht der Berater aus Israel? Der ist nur dafür da, die Quoten auszuwerten und an der Sendung zu arbeiten, damit die Witze ein bisschen schärfer werden. Aha. Ja. Aha. Ja, was soll das wirklich? Aber der ist jeden Tag da, das ist ja schon klar. Bei mir zu Hause im Wohnzimmer habe ich ihn gefunden, wie er die Laden aufmacht. Nein, mein Kenntnisstand ist, dass... er sitzt übrigens Backstage, auch heute wieder hier. Schau, ich kann mal rüber. Können wir mal rüberschalten? Christoph, ich frage dich... Wir werden das aufklären. Ich frage dich jetzt hier im Guten. Ich frage dich im Guten. Nein, das ist überhaupt keine Frage. Ich meine es ganz ernst. Nein, nein, nein. Das ist wirklich die übelste Schmutzkübel-Kampagne, die ich jemals... Ja, nur weil deine Beliebtheitswerte unter meinen Frage liegen. Der Punkt ist, dass wir die Sendung jetzt machen müssen und dass wir über die Inhalte dieser Hast Sendung du ihm 5.000 Euro bezahlt, ja oder nein? Das, was ich bezahlt habe, geht dich wirklich einen, um es salopp zu formulieren, einen Scheißdreck an. Ja? Wir müssen uns jetzt hier um die Witze kümmern und wir werden das in aller Ruhe aufklären, okay? Dann werden wir uns vor Gericht wiedersehen. Ja, wir kennen den Text, ja? Okay, dann fangen wir bitte an mit dem Inhalt endlich. Fangen wir bitte an. Kommen wir zu etwas Schönerem, meine Damen und Herren. Kultur. Ja. Ich bin ein großer Kulturfreund freue mich deswegen immer sehr, wenn bei Guten Morgen Österreich schöne Musik vorgestellt wird. Ja. Und, was du halt unter schöner Musik empfindest. Ne? Ich habe dort ein wunderschönes Lied gehört, das einen sehr prägnanten, einprägsamen Titel auch hat und ich will Ihnen das nicht vorenthalten. Guten Morgen Österreich aus Lauterach in Vorarlberg und ganz in der Nähe wohnt dieser Mann, eigentlich gebürtiger Grieche, Andreas Baryoudakis. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie bei uns sind. Was haben Sie uns da jetzt für ein Instrument mitgebracht? Das ist griechische Zuras, das ist so ein Nachfahren von türkischen Saz. Das ist sozusagen die griechische Entwicklung des türkischen Saz. Das hören wir jetzt gleich mit welchem Lied? Das Lied heißt, das Schicksal hat mir zum König gemacht auf den Thron des Leidens und des Seufzers. Damit ich allen Freude geben kann, während ich selber in Trauer lebe.
Ein altes kretisches Lied. Ein altes kretisches Lied. Ja, und ich kann Ihnen das Lied jetzt nicht vorspielen, weil das Lied selber sehr lang dauert. Aber ich habe mir sofort die CD gekauft und empfehle Ihnen das sehr. Ja. Es ist die wunderbare CD, das Schicksal hat mich zum König gemacht auf dem Thron des Leidens und des Seufzens, damit ich allen Freude geben kann, während ich selber in Trauer lebe. Für die Leute, die sich jetzt dafür interessieren, es ist tatsächlich nur eine Nummer drauf auf der CD. Wie heißt denn die Nummer? Die Nummer heißt, das Schicksal hat mich zum König gemacht auf dem Thron des Leidens und des Seufzens, damit ich allen Freuden geben kann, während ich selber in Trauer lebe. Ein toller Titel, oder? Wenn man sich das beim DJ wünscht... Ist die Disco schon geschlossen, bevor man es formuliert hat? Ich habe es rauf und runter gehört, mein Lieber. Und beides Weihnachten, vielleicht für Sie auch als kleiner Tipp noch einmal. Sag doch mal, wie das Lied heißt. Das Schicksal hat mich zum König gemacht auf den Thron des Leidens und des Seufzens, damit ich allen Freuden geben kann, während ich selber in Trauer lebe. Und mein Lieber, ich weiß nicht, ob du es möchtest. Warum müssen Songtitel immer kurz sein? Eigentlich hat er recht, oder? Love oder sowas. Nein, braucht man nicht. Es klingt auch irgendwie wie ein Wandertext, oder? Das Schicksal hat mich zum König gemacht auf dem Thron des Leidens und des Seufzens, damit ich allen Freude geben kann, während ich selber in Trauer lebe. Oder? Das könnte auch ein Wandertext Darf sein. Darf ich dir, mein Lieber, auch um den Disput von eben vielleicht freundschaftlich zu beenden, und du weißt selber, bei den Konfrontationen schenkt man immer dem Gegner etwas. Ich würde dir gerne etwas schenken, mein Lieber. Ich würde dir gerne schenken eine CD, die mir sehr wichtig ist und die vielleicht auch für dich eine Wichtigkeit bekommen könnte. Danke. Die CD heißt, das Schicksal hat mich zum König gemacht auf dem Thron des Leidens und des Seufzens, damit ich allen Freude geben kann, während ich selber in Trauer lebe. Danke. Vielleicht kannst du dir auch mal überlegen, was du selber getan hast. Ich habe auch ein Geschenk gebracht, Herr Kurz. Wander, damit Sie wissen, was cool ist. Cool ist schon ein Stichwort für uns. Gernot Kulis kommt zu uns, aber lass uns noch mal über den Song Das Schicksal hat mich zum König gemacht auf dem Thron des Leidens und des Seufzens, damit ich allen Freude geben kann, während ich selber in Trauer lebe, reden. Mhm. Es begeistert mich, ich habe es ganz gehört. Es ist griechische Kultur und mich begeistern ausländische Kulturen. Du weißt es, lieber Dingsmann. Ja, er singt ja auf Griechisch. Du musst es dann natürlich, du musst wissen, was es auf Deutsch heißt. Das ist das Wichtige dabei. Ja, mich begeistert, wie mich alles Fremde begeistert. Mich kann wirklich, ich meine das jetzt ganz unironisch und ernst, mich kann ein syrischer Supermarkt, ein kleiner syrischer Supermarkt, wirklich in Größe Wonnen versetzen. Allein die exotischen Gerüche dort, ein Traum. Exotisch, ganz anders und mitten in Salzburg. So sind die Lebensmittel hier. Chef Hassan Kalaf ist seit 4 Jahren in Österreich. Wenn ich hier komme und rieche die Rieche von Gefurz und fühle ich mich in Heimat, ja. Ja, sympathisch, oder? Er riecht das gern, das Gefurze. Man muss es mögen, man muss es mögen. Bei mir ist es so ähnlich. Ja. Bei mir ist es so ähnlich, wobei, ganz ehrlich, also... Das Gefurz interessiert mich jetzt gar nicht. So warm. Ja, das weiß ich. Ich rieche, du weißt es selber, wir sind ja oft auf Tour und ich bin der Erste im Frühstückssaal, weil ich den Geruch vom Brot so gern mag. Du sniefst ständig an gern. Ja, ich liebe den Geruch von österreichischem Lieber Brot. Lieber Brot als Tod, sein Motto. Nein, ich liebe österreichisches Brot. Ihnen geht es sicher ähnlich, hören Sie auf, so blöd zu lachen, oder? Das stimmt doch, das österreichische Brot riecht doch am besten. Und wie war ich froh, als ich erfahren habe, dass endlich wieder ein neues Brotmuseum eröffnet hat in Asten in Oberösterreich. Ja. Ich habe ein Foto gemacht. Das ist das neue Brotmuseum. Falls es nicht funktioniert, kann man es auch als Turbanmuseum verwenden. Und das ist wirklich, da können sich viele Museen können sich von diesem Museum eine Scheibe abschneiden. Ja. Was mich am meisten, Moment, der beste Witz kommt jetzt. Was mich am meisten begeistert hat bei diesem Brotmuseum, war der Baguetteboden. Oder? Wow. Hat es funktioniert? An dem Gag hat Grissemann fast 4 Monate gearbeitet. Ja. Er ist gut gewesen. Und hier nur als kleine Info, das neue Brotmuseum arbeitet bereits an Kooperationen mit der Bad Ischler Buttergalerie, der Marktrenker Marmeladenschau und dem Schlierbacher Schnittlauchhaus. Ja. Wenn das kein Tipp ist für Ausflüge. Ich hab gelesen in den oberösterreichischen Nachrichten, Sebastian Kurz war auch schon da, hat sich sehr beeindruckt gezeigt. Ach, das ist Brot, hat er gesagt, weil er selber ja nur Kuchen isst. So, meine Damen und Herren, das war ein Witz für Historiker.